Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable 6. Ha, Folge 162 ist es. Das letzte Mal haben wir hier schön den Igneous Extruder automatisiert. Und heute werden wir uns nochmal den Metal Fabricator ein bisschen ans Herz nehmen. Oder beiß Herz oder wie sagt man? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir werden jedenfalls hier mal ein bisschen slowen. Macht man das am besten? Es wird ganz schön eng hier oben auf dem Dachboden irgendwann. Aber. Ist mir jetzt auch erstmal egal. Packen wir erstmal den Stromspeicher hin. So, der MFE funktioniert relativ einfach. Man hat 5 Inputs, ein Output. Die Inputs können alle. Ich weiß nicht, ob die Power-Tier höher sind. Nee, ich glaube nicht. Die konnten, glaube ich, nicht höher. Nee, die konnten nicht höher sein, genau. Ja. So, es gibt auch verschiedene Behavior. Beispielsweise kann, was ich relativ interessant finde, man kann einstellen, dass er beispielsweise ein Redstone-Signal ausgibt. Dass er nicht auf ein Redstone-Signal reagiert, sondern dass er automatisch eins ausgibt, je nach verschiedenem Stadium, Status, was man hier einstellen kann. Ist relativ cool. So, im Vergleich zu anderen sozusagen dummen Zellen. Cable. Und ein paar Glaskabel. So, und ich stelle mal hier direkt. Ach nee, ich mach mal ein Glaskabel nochmal dran. Machen wir MFE. Nicht MFE, Metal Fabricator. Und dann brauchen wir Kabel. So. Zack, zack. Import Bus. Zack. Online, wunderbar, das heißt, er importiert von hier. Und jetzt müssen wir nur noch den Strom dran packen. Und das wollte ich nicht so machen. Warum mache ich das so? Ich wollte nämlich gerne hier oben rein. Kann ich die Dinger nicht hier unten hinstellen? So, und kann hier immer noch schön durchgucken. Machen wir ein so ein Ding hin. Dann ziehen wir mal das hier an. Und alles habe ich im MME-System. Zack, zack. RTG, Fuel und Radio Isotope, Thermoelectric Generator. Ziehen wir mal noch die letzten beiden. Ich habe ein. Ah, das habe ich da platziert. Oh. Ja. Dämlich. So. Packen wir mal das alles hier rein. Machen wir es mal schön voll. Es hat eh nur 2. Wir sehen jetzt praktisch, wie es Strom generiert. Das heißt, wir haben im Moment weniger Strom als die 512 EU-Protik, die wir produzieren. Die wir ausgeben können maximal. Würden wir mehr reinbekommen, dann würde sich das einfach anfüllen. Genau, das ist eigentlich alles. So, was fehlt? Obsidian. Warten wir mal ganz kurz. Das letzte mit abschließen kann. Zack. So, ist der Strom weg. Wunderbar, das Ding geht ein bisschen schneller. Und wir kriegen jetzt hier ordentlich Jöhmetter. Und die Dinger laufen, ja, wer hätte es gedacht, die ganze Zeit. So, Cyanide habe ich nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, dann haben wir hier die Ecke ein bisschen frei. Hier könnte man eigentlich auch mal. Alles, was können wir eigentlich mal machen. Komm. Oak. Timber. Ah, mal hier hin. So, machen wir es einfach mal so. Und dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Fassaden. Zack und zack. Und davon brauchen wir noch ein paar. Davon brauchen wir auch noch ein paar. Warte mal. Nein, falsch. Einmal das Ding hier. So, und dann das Ding. Und dann machen wir jetzt nämlich mit Kupfer. Bei Kupfer ist nämlich am billigsten. Beziehungsweise davon haben wir am meisten. Deswegen ist es am billigsten. So. Weg. Und einmal oben. Einmal unten. Und kommt noch einmal, weil es so schön war, Mitte. So, und dann kriegen wir jetzt nämlich alles nochmal ein bisschen schöner. Ach, das sind ja andere. Ich bin doof. Moment. So, zack, zack und zack. Da
Jetzt brauche ich noch andere Fassaden, weil ich doof bin. Cover hießen die. Die und die. So nicht. Ist das jetzt dahinter geflogen? Ja. Okay. Scheint mir oben zu sein. Das scheint mir Mitte zu sein. Das scheint mir unten zu sein. Okay. Dann kriegen wir es nämlich alles jetzt nochmal hier schön so ein bisschen abgedeckt. Und dann sieht nämlich keiner mehr, wie das hier aussieht. So. Zack, 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 zack. Und dann einmal nochmal Wattel. Haben wir hier noch. Wunderbar. Knallen wir den mal noch hier oben drauf. So. Und dann sieht das alles schon mal ein bisschen eingebauter hier aus. Wenigstens etwas. Chisel. Da könnten wir auch nochmal das gleich nehmen. Jetzt machen wir gleich ein bisschen schön. Wenig schöner. So. Können wir das mal so machen? Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Ja. Wunderbar. Schick. Gut, dann das können wir weg. Okay, wir kriegen Strom rein. RTG-Führer haben wir natürlich jetzt nicht mehr als das, was wir jetzt oben verbaut haben. Da muss ich nochmal ein bisschen. Im Endeffekt müssen wir mehr Strom verbrauchen, damit wir mehr Strom erzeugen können. So doof wie es klingt. Aber wir kriegen jetzt erstmal Geometer, kriegen wir schön hier rein. Genau, wir kriegen. Und dann können wir es ja auch besser sehen. Und ich könnte theoretisch. Ach nee. Die Monitore konnte ich ja nicht auf Flüssigkeit machen, ne? Fluid? Es gab nur die Terminals, ne? Weil ich glaube. Hilfe. So. Ich glaube nämlich, ich kannte kein. Warum kann ich nicht? Was ist jetzt kaputt? Oh ja. Okay, Clement. So, da ist er wieder. Ich habe gerade eben schon mal aufgenommen, da hat es nicht aufgenommen, das war wieder toll. Also mein Video hat es aufgenommen, aber mein Audio nicht. Also, yay. Ich habe es nur zum Glück noch gemerkt, weil ich gucken wollte, wie lange ich schon aufnehme und mit einmal schon eine Null. Ganz toll. So, was ich nämlich eben mal probiert hatte, ob ich so einen Monitor. Irgendwie vielleicht, wenn ich jetzt hier mal so Geometer diese Flüssigkeit direkt nehme oder irgendwie anders, ob ich das irgendwie anzeigen kann, aber nein, das funktioniert nicht. Ich kann nicht anzeigen, wie viel Flüssigkeit ich habe in so einem Monitor, leider. Das ist traurig. Ja. Und das war im Endeffekt, was wir probiert hatten. Ja. Da das nicht geht, ich hatte noch so überlegt, was wir noch für Alternativen hätten. Ich glaube, die einzige Alternative, die wir wirklich hätten, wäre mit, mit Integrated Dynamics, weil da können wir nämlich ein Display-Panel machen und dort könnten wir theoretisch den Wert darstellen, den wir woanders auslesen. Ich meine, wir können es mal probieren. Ah, ich glaube, ich komme dann bei einem Interface, komme ich nicht an alle Sachen ran. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn ich wirklich einen Storage-Pass daneben packe. Entity Inventory Reader. Gibt es auch irgendwie Fluid? Audio Block Entity Fluid Reader. Reads Fluid Tanks, das wäre, was wir bräuchten. Also einen Fluid Reader. Ein paar Cable. Eine Variable bräuchten wir. Und wir bräuchten ein Display. Ein Circuit.
Wir probieren das mal ganz kurz. Ob es funktioniert, werden wir dann sehen. So, was fehlt? Pisten, ne? So. Und zack. Was fehlt? Ich hab kein Treated Wood mehr. Okay. Vorteil, wir müssen einfach nur hier rüber gehen. Zack, können wir uns einen Eimer holen. Ah, es ist schön. Also was heißt ein Eimer? Einen ganzen Tank voll. Wunderbar. Ah, schön. Zack. Und hardened Glas. Zack. Mal ganz kurz warten. Brauche ich für das Obsidian, für den Obsidian Dust immer so lange? Bin am überlegen, ob ich sage, dass er immer eine gewisse Anzahl dabei hält. So. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wir nehmen Betten an. Ich sage nein. Komme ich hier irgendwo ran? Ich komme nicht mal ran. Okay. Dann muss ich das mal irgendwo anders probieren. Haben wir noch irgendwo anders ein Fluid Interface? Wir probieren einfach mal. Machen wir nochmal ein Fluid Interface. Wir haben ja die Möglichkeiten, das alles relativ schnell zu craften. Ist das fertig? Das ist fertig. Und zack. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Channel frei. Nein, wunderbar. Zack. So, wenn ich jetzt den Fluid Reader dran packe. Kabel. Tank full, Tank empty. Ist Tank Fluid Amount. Fluid Capacity. Total Fluid Capacity Tank 6. Nee, ich glaube, das wird nichts. Würde ich jetzt hier definieren, dass ich da zum Beispiel Lava habe, dann würde er es mir anzeigen, ne? Fluid Amount. Lava fehlt da. Und jetzt zeigt das nicht mehr an. Fluid in Target Tank. Das heißt, da komme ich nicht ran. Ich dachte jetzt, vielleicht komme ich irgendwie an den Wert ran. Aber nee. Es gibt aber keine Integration, das weiß ich. Ich könnte es probieren. Probieren wir ganz kurz was. Logic Programmer. Das Ding hier auf eine Flüssigkeit. Und zwar. Oh mal Lava. Komm. Eine Flüssigkeit und zwar Lava. Fluid Lava. Tausend. Nope. Also ich kann wirklich maximal sagen, ich möchte gerne Tankfluids haben. Und die hier drin anzeigen. Wenn wir jetzt hier beispielsweise Lava hätten, dann würden wir. Würden wir Lava sehen. 4000 Millibuckets.
Nicht so wahr. Okay. Und noch was? Ist das Tank Fluid? Ich kann aber nicht an mehr. Ich komme an die Informationen aber sonst nicht ran. Nope. Das heißt, ich kann höchstens hier sagen. Ah, ich kann. Okay, hier kann ich einstellen. Wir haben 6 Tanks und hier kann ich einstellen, auf welchen Tank ich gerne gehen möchte. Das heißt, wenn ich das mal hier reinpacke, sehen wir nichts. Packe ich hier Lava rein, sehen wir Lava, wie viel, genau. Und wenn ich sie hier reinpacke, nicht. Genau. Okay, das geht. Ja, wie gesagt, wäre schön, würde es alles funktionieren mit dem Mist. Dass wir irgendwie, wir kommen halt nirgendwo an diese Flüssigkeiten wirklich ran. An die Informationen zu den Flüssigkeiten kommen wir einfach nicht ran, egal was wir versuchen. Das ist schlimm. So, Fluid Reader, Disconnect, Disconnect. Wie machen wir das am besten? Ich will das irgendwie darstellen. Ich will so vieles darstellen. Ich will ja auch theoretisch unseren Durchsatz darstellen, wie viel wir generieren und was weiß ich nicht. An Erzen. Da muss ich mal nochmal überlegen. Ah, das nervt mich. Ich will da drauf zugreifen irgendwie. Dass es keine Integration in irgendeiner Form gibt, ne? Hey, E2? Was war das eigentlich? Das war einfach nur die. Genau, das waren nur die Konnektoren. Ich weiß auch gar nicht, wie der Mod jetzt hieß. Planet 6-2. AE2 war einfach nur Stuff. Achso, das war noch der Wireless Terminal, genau. Wires, ne? Aber der hatte auch nichts. Immersive Cables hieß das Ding. Aber das hat nur Kabelverbindung, ne? Ja. Schade. Schade, schade. Okay. Gut, da wie gesagt muss ich mir noch was einfallen lassen. Dass wir das irgendwie schön hinbekommen. Ich würde das halt wirklich gerne irgendwie darstellen. Ich meine, wenn ihr noch irgendeine Idee habt, wie wir das schön darstellen könnten hier, können wir es gerne mal schreiben. Würde mich wirklich brennendst interessieren. Weil das ist was, was schön ist, wenn man das irgendwie darstellen kann an irgendeiner Stelle. Ja. Mit Items kann ich es machen, aber dafür habe ich eigentlich schon doof gesagt die Draw. Wir haben 3400 Buckets Rocket Fuel. Ist im Moment ausgeschaltet, ne? Ja, gut. Ich weiß es nicht. Nun gut. Gucken wir mal nächste Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wie gesagt, die Folgen sind ein bisschen kürzer, weil Vorproduktion und ich nicht da und wenig Zeit und vorher krank. Deswegen alles doof. So, genau. Jetzt aber erstmal tschüss, auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao und ja. Gehabet euch wohl. Ciao.